Spurenwirkungen. Also es kann sein, dass es Kulturhauptstadt Europas. Und was haben wir davon? Unter diesem Titel lud vergangene Woche die Kulturhauptstadt zu einer offenen Diskussion in das Bahnhofrestaurant Bad Ischl ein. Wie profitiert die Region vom Titel der Kulturhauptstadt? Was bleibt? Welche Impulse wurden gesetzt? Wohin kann sich die Region Salzkammergut entwickeln? Wo liegen Grenzen? Welche Herausforderungen müssen langfristig bearbeitet werden? Welche positiven oder auch negativen Veränderungen lassen sich feststellen? Was gefiel den Menschen, was gefiel ihnen nicht? Diese und weitere Fragen wurden in einer offenen Diskussion mit der regionalen Bevölkerung, Kulturtätigen, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und allen weiteren Interessierten im gemeinsamen Rahmen besprochen. Im Setting der offenen Diskussion hatten die Besucher die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Meinungen zu teilen. Das NPU-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien untersucht die Wirkung auf die Region und ihre Bevölkerung. Herr Dr. Grünhaus, im Rahmen der Kulturhauptstadt geht es natürlich auch um die Evaluierung der Kulturhauptstadt selbst. Was bringt sie, was brachte sie, welche Effekte wird sie im Nachhinein geben? Und die Wirtschaftsuni beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Genau. Wir sind damit beauftragt, dass wir auf Gesamtebene evaluieren, wie die Kulturhauptstadt hier in Ischl und Salzkammergut gelaufen ist. Und wir haben hier das vor, mit einer Wirkungsanalyse, konkret mit einer Social Return Investment Analyse zu machen und freuen uns darauf, die Wirkungen schon feststellen zu können. Es gab ja bereits Vorhebungen. Wie schaut, wenn man das jetzt schon sagen kann, das Resümee zurzeit aus? Es hat zu vielfältigen Diskussionen geführt, was wir grundsätzlich aber nicht negativ sehen, weil es soll ja auch Kunst- und Kulturprojekte auch ein Stück weit einen Anstoß zu Diskussionen geben. Wir haben derzeit Erhebungen im Feld. Also ich kann jetzt noch nicht wirklich über Ergebnisse in dem Sinn berichten, aber ich erwarte mir schon, dass wir zum einen auf der touristischen Ebene was sehen, jetzt rein ökonomisch. Ich erwarte mir zum anderen, dass man auf der politischen und sozialen Ebene irgendetwas sieht in Richtung vermehrter Zusammenarbeit oder auch vermehrte gemeinsame Aktivitäten, die da angestoßen worden sind. Aber inwieweit das und wie stark das der Fall ist, da hoffe ich auch heute unter anderem bei der Veranstaltung ein bisschen was zu hören. Frau Dr. Schweg, im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung wird heute wieder zurückgeschaut. Was brachte die Kulturhauptstadt 2024? Wie wichtig sind es grundsätzlich solche Evaluierungen? Also ich finde, sie sind sehr nützlich, weil sie uns aus einer anderen Perspektive, nämlich aus Zahlen und Fakten heraus erzählen, welche Wirkung hat es gehabt. Und das ist anders als so quasi die ideelle oder künstlerische Wirkung. Ja. Und wir brauchen das als Spiegel einerseits. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man darauf achten muss, dass es nicht bei den Zahlen bleibt, sondern dass man natürlich noch schaut, wie ist die Medienresonanz, wie waren sozusagen auch die Resonanzen beim Publikum, wie wird das unterschiedlich aufgenommen, welche Diskussionen hat es gegeben. Und letzten Endes wird es darauf ankommen, wie die Region sich weiterentwickelt mit den Impulsen, die sie jetzt gehabt hat. Ne? Und das wird man erst in 5 bis 6 Jahren letzten Endes feststellen können. Horst-Wilhelm Kuprin, es geht heute quasi um ein Resümee Kulturhauptstadt 2024, Salzkammergut. Wie schaut es Ihr ganz persönliches Resümee aus? Also eines steht auf jeden Fall fest, der Name Bad Ischl und Salzkammergut wurde nicht nur in ganz Europa verbreitet, sondern hat auch international an Bekanntheit gewonnen. Das ist einmal einer der positivsten Punkte. Und das, was leider verabsäumt wurde in der ganzen Sache, war wirklich die enge Zusammenarbeit mit den hiesigen Vereinen. Und wenn jemand halt in allem, was irgendwo mit Lederhose und Tracht zu tun hat, fälschlicherweise irgendwo das Hakenkreuz dahinter sieht, dann wird es schwer. Ja, ich bin ein großer Befürworter der Kulturhauptstadt 2024 und ich kann nur sagen, es war großartig mit vielen verschiedensten Veranstaltungen und ich war positiv überrascht und ich verstehe die Kritiken nicht. Ich stehe auf der positiven Seite. Ja, für mich gibt es sehr wohl ein Resümee. Es gibt sowohl positives, aber auch ein negatives Resümee. Es ist auf
es hat sicher was für die Stadt gebracht, es hat vielleicht die Erwartungen von einigen entsprochen, hat aber auch sehr viel Kritik gebracht und auf die nicht eingegangen worden ist. Und es ist auch sehr viel Negatives nicht berichtet worden und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich finde es auch sehr schade, dass über gewisse Zahlen, die veröffentlicht wurden, auch über die Kulturhauptstadt, die nicht hinterfragt wurden und so, wo die hergekommen sind. Grundsätzlich sage ich, wäre es eine großartige Geschichte für Bad Ischl und für Salzkammergut gewesen. Ob es das dann unterm Strich gewesen ist, weiß ich nicht. Überwiegend eher die positiven oder eher die negativen Aspekte Ihrer Meinung nach? Für mich aus den Kontakten oder Nicht-Kontakten, die zustande gekommen sind mit den handelnden Personen, für mich eher negativ, aber für die Region, denke ich einmal, wird es positiv sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass auf der einen Seite die ökonomischen Daten relativ einfach zu ermitteln sind, die anderen Daten relativ schwierig sein werden, dass man diese überhaupt erhält. Da haben Sie vollkommen recht. Also wir führen aber Gespräche mit den Menschen vor Ort hier zum Teil. Wir haben eben so Diskussionsveranstaltungen wie diese hier. Wir werden Fokusgruppen machen und wir haben auch quantitative Erhebungen, also Besucherbefragung. Wir befragen die Projekte nach dem sogenannten Wirkungsmodell, das wir erarbeitet haben im Vorfeld, wo wir sagen, was glauben wir denn, was für Wirkungen denn da so entstehen? Und diese unterschiedlichen Erhebungsinstrumente werden wir dann auswerten und schauen, was rauskommt. Aber das ist erst nächstes Jahr. Ne? Der Evaluierungszeitraum wurde aber mit Ende 2025 fixiert. Ja, also da brauchen Sie sozusagen, weil wir ja jeder, der ein Projekt hat, muss seinen Evaluierungsbogen ausfüllen, wo er genau angeben muss, wer hat was gemacht, wie viel hat es gekostet, hat es mehr gekostet, weniger gekostet, wie viele Besucherzahlen waren da, wie waren die Resonanzen, was hat man sozusagen gemacht, um es bekannt zu machen, was sind die Wirkungen auf die Region. Und das wird ausgewertet und das braucht jetzt seine Zeit. Ne? Also wir haben ja über 200 Projekte, dann kommen auch noch die assoziierten Projekte dazu. Das wird alles unter die Lupe genommen und deswegen ist 25 sowieso eine Steilvorlage. Heute gibt es sozusagen eine Resümee-Veranstaltung. Wie schaut es Ihr persönliches Resümee zur Kulturhauptstadt 2024 aus? Mein persönliches Resümee schaut so aus, dass es sehr viele Chancen genutzt wurden, dass es für die Region und für das Innere Salzkammergut eine enorme Bereicherung war, dass man sehen konnte, was eigentlich alles möglich ist, dass sich sehr viele Leute, glaube ich, näher kennengelernt haben und vernetzt haben, die in der Kultur tätig sind, was hoffentlich auch für die Zukunft sehr viel bringen wird. Und allgemein gesprochen hätte es sicherlich das eine oder andere besser laufen können, was Kommunikation und Newsletter, App, Homepage etc. betrifft. Aber in Sommer war das ein sehr, sehr schönes, gutes Jahr für Bad Ischl und Umgebung. Resümee zur Kulturhauptstadt ist von meiner Seite her eine sehr, sehr positive Grundstimmung, die da bei mir entstanden ist. Ich habe überwiegend Veranstaltungen besucht, die mir recht gut gefallen haben. Manche, sage jetzt mal, habe ich vielleicht halt auch nicht so verstanden und die hinterlassen mich ratlos. Unterm Strich ein großartiges Jahr. Schade, dass nicht mehr gegangen ist, was meine Lebensführung betrifft. Ich bin positiv gestimmt am Ende dieses Jahres und hoffe auf Nachhaltigkeit im weitesten Sinn, beispielsweise. Weiß ich nicht, was geschieht mit diesem ehemaligen Gasthaus. Da hat mir gefallen, wenn das ein Beispiel für nachhaltige Nutzung sein könnte. Wie kann man sich diese Kosten-Nutzen-Analyse jetzt grundsätzlich vorstellen hinsichtlich der Bewertungen, die von den Betroffenen, von Touristen etc. abgegeben wurden? Kosten, Sie sagen schon, ich mag den Begriff der Kosten nicht so gern, ich sehe es eher als Investition in die Gesellschaft, also es wird Geld zur Verfügung gestellt, das dann zum Teil einen finanziellen Rückfluss hat, das haben Sie eh schon gesagt, kann man relativ leicht vielleicht anschauen, zum Teil aber einen sozialen Rückfluss hat, also einen gesellschaftlichen Mehrwert bringt und der wiederum kann gegeben sein, weil Touristinnen hier einen guten Aufenthalt haben, weil sie hier etwas Neues kennengelernt haben, weil sie angeregt wurden, über Dinge nachzudenken, über die sie bis dato noch nicht nachgedacht haben. Der kann aber auch darin bestehen, dass man gemeinsam Aktivitäten in der Region gesetzt hat als Bevölkerung, dass man hier eine interessante, spannende Zeit verbracht hat, aber auch sich zu
künstlerischen Ausdrucksweisen, zu kulturellen Aktivitäten, die stattgefunden haben, sich hier dem besser oder anders näher, als man es bisher gemacht hat. Das kann einen Einfluss bis hin zur Lebensqualität haben. Es kann für Künstler und Künstlerinnen oder für Kulturschaffende sowas wie eine internationale Sichtbarkeit bringen, das heißt internationale Netzwerke, das heißt, man ist vielleicht auch woanders hin eingeladen, man wird in seiner Arbeit oder mit seiner Arbeit sichtbarer auf europäischer Ebene. Also viele solcher Aspekte können quasi auftreten. Was jetzt konkret und in welchem Umfang eben auftritt, das wissen wir noch nicht, aber das werden wir beantworten können. Der Erhebungszeitraum selbst wurde bewusst lange genommen oder getroffen, nämlich bis ins Jahr 2025 hin. Genau. Also eigentlich wollten wir ursprünglich gern bis 27 das Ganze ziehen, weil vieles wird vielleicht im nächsten Jahr noch gar nicht so sichtbar sein, weil ob jetzt ein Projekt, das heuer hier stattgefunden hat, dann tatsächlich auf einer internationalen Ebene vielleicht ihre Spuren hinterlassen hat oder umgekehrt, ob ein Künstler, eine Künstlerin, die hier etwas gemacht hat, auch in der regionalen Bevölkerung längerfristig irgendwie bekannt oder Eindruck erweckt hat, das weiß ich im nächsten Jahr eigentlich noch nicht. Aber fix ist mal, wir machen heuer Erhebungen um nächstes Jahr, 2025, Ende 2025, beziehungsweise Anfang 2026 wird es den Endbericht der Evaluierung geben. Und wir hoffen, dass wir noch einmal Gelder aufstellen können, auch dann tatsächlich noch mal 27 oder 28, zumindest in einem kleineren Bereich nachzuschauen, was noch übergeblieben ist. Diese Evaluierungen, von denen wir hier sprechen, gibt es bei jeder Kulturhauptstadt. Wird es dann auch Vergleichswerte geben zwischen den einzelnen Kulturhauptstadt-Spielstätten? Jein, eher, ich sage mal, eingeschränkt. Das ist doch auch jede Kulturhauptstadt sehr spezifisch und sehr für sich genommen einzigartig, so auch hier. Es ist hier erstmalig eine Region und wir haben uns schon zum Ziel gesetzt, diesen gesellschaftlichen Mehrwert ein bisschen breiter anzuschauen und nicht einfach nur Touristenzahlen oder so zu vergleichen. Noch dazu, auch hier hätte es ja eine unterschiedliche Ausgangsposition gegeben. Ne? Salzkammergut ist ja nicht touristisch unbekannt. Andere Regionen, wo die Kulturhauptstadt stattgefunden hat, waren das schon. Also ich halte nicht allzu viel davon, auf nur diesen Daten einen reinen Vergleich zu ziehen. Ja. Und dann kann man natürlich generell diskutieren, was ist eigentlich der Erfolg? Ne? Ist der Erfolg nur auf der ökonomischen Seite oder eben in dem Nachhall auf der kulturpolitischen Seite auch?